Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir wieder mit Urdinkel und zwar vom Brotstil her so ein bisschen ein französisches Landbrot. Wir machen es aber mit Urdinkel-Rauchmehl und noch einen Teil Vollkornmehl. Denn wenn man Vollkorn im Brot hat, wird das Ganze noch etwas gesünder. Speziell hier ist, wir machen kein Brühstück. Ich werde dir auch erklären, warum und wie wir auch ohne Brühstück ein saftiges Brot bekommen. Hier gebe ich als erstes einmal Wasser in die Küchenmaschine, bei mir 380 Gramm. Halte doch vielleicht zu Hause mal 10-20% vom Wasser zurück, nicht dass der Teig zu weich wird. 420 Gramm Urdinkel-Rauchmehl in die Küchenmaschine, 80 Gramm Urdinkel-Vollkornmehl, 5 Gramm Hefe. Wenn du etwas Sauerteig hast, kannst du noch so 20-30 Gramm dazuwerfen, sonst einfach weglassen. 15 Gramm Honig, der ist auch enzymaktiv, das heißt, die Stärke wird auch abgebaut, saftigeres Brot. Zusätzlich bricht es auch etwas so die Gerbstoffe, die Bitterstoffe, die teilweise im Vollkornmehl vorkommen. Und wir machen jetzt hier einen Teig und führen den über Nacht, also der geht dann bei Raumtemperatur, dann geben wir die Box in den Kühlschrank. Mindestens 12 Stunden, kannst du bis 36 Stunden im Kühlschrank lassen, bist du sehr flexibel. Einen Teig machen, in den Kühlschrank klatschen und fertig. Nach ein paar Minuten gebe ich noch 10 Gramm Salz bei, so nach 3-4 Minuten Knetzeit. Nach etwa 10 Minuten ist der Teig schon geknetet. Urdinkel immer schonen kneten, nicht zu lange, sonst wird er so ganz weich und klebrig. Und hier ist ein wichtiger Punkt, der Teig hier sollte nicht zu weich sein, darum sicher etwas Wasser zurückhalten, der lässt dann durch die Gare noch etwas nach. Und guck mal, wunderbar ausgeknetet, Fenstertest, wunderbar. Den Teig einmal dehnen und falten und eine Stunde gehen lassen. So nach 30 Minuten das erste Mal dehnen und falten, den Teig von überall schön in die Mitte reinziehen. Beim Kneten lieber weniger lang kneten, dafür einmal dehnen und falten, dann kannst du das Ganze kompensieren. Und guck mal, wie schön glatt das Ganze wird. Nochmal eine halbe Stunde gehen lassen, in den Kühlschrank verfrachten. Während der Gare kannst du auch nochmal dehnen und falten. Ich lasse es eigentlich immer weg, einmal reicht bei mir. Der Teig war jetzt bei mir 16 Stunden im Kühlschrank, den habe ich vor einer Stunde zum Kühlschrank rausgenommen, damit er wieder ein bisschen Zimmertemperatur bekommt. Der wird jetzt geformt. Mehl auf den Tisch, Teig rausnehmen, in zwei Stücke portionieren und jetzt genügend Mehl nehmen. Der ist sehr luftig und klebrig. Jetzt von beiden Seiten so in die Mitte reinlegen. So bekommt der Teigling etwas Spannung. Der wird auch wieder kleben. Und jetzt so hochziehen. Und von dieser Seite hochziehen. Dann noch ein bisschen länglich formen. Dann sieht das so aus. Fertig. Mehl. Richtig hier Spannung erzeugen und in die Mitte reinschlagen. Nochmal ein bisschen Mehl. Nicht übertreiben, aber einfach so, dass es nicht klebt. Hochklappen, rüberklappen auf die Fläche und so ein bisschen nach vorne rollen, damit das hier entsteht. Diese Narbe hier wollen wir sehen. Gärkörper kräftig ausstauben. Man könnte hier das Ganze auch auf ein Teigtuch legen. Mit dem Schluss nach unten reingeben und nochmal 40 Minuten gehen lassen, in der Zwischenzeit den Ofen vorheizen. Die Teiglinge sind schön aufgegangen. Was mir noch einfiel, wenn du Probleme hast, hier Spannung in die Teiglinge reinzubringen, kannst du auch zuerst die Teigstücke herumformen und dann erst in die Seite reinklappen, dann hast du etwas mehr Spannung aufgebaut. Hier etwas Mehl oben drauf. Auf den Schießer stürzen und das siehst du schon, was passiert. Er bricht schön auf, genau das wollen wir haben. Genau das hier. Perfekt. Etwas Wasser auftragen und dann eine Oblade. Ab in den Ofen damit und zwar 250 Grad ist der Ofen vorgeheizt. Hier auf die heiße Platte schieben, schließen, auf 210 Grad die Temperatur reduzieren.
und natürlich etwas Dampf erzeugen, das mache ich mit dem Dampferzeuger. Nicht übertreiben mit dem Dampf, bei mir sind es jetzt so 1 Deziliter, also 100 Milliliter, das reicht völlig aus. Freunde, guckt euch diese schönen Lammbrote an. Die sind fertig gebacken, wunderbar. Schöne Struktur, richtig rustikal, so müssten die aussehen. Anschnitt. Ja, guck dir diese Porung an. Backen kann so einfach sein. Wunderbar. Super cool. Super schön feuchte Krume, die auch elastisch ist. Und dann haben wir hier Kruste, Krumenanteil, die Verteilung. Also wir haben volles Aroma, da das Brot nicht allzu hoch ist. Genauso will man das haben. Aroma ist mild, schöne Gäraromen. Und der Kruste, schöne Röstaromen. Richtig leckeres Brot ohne Brühstück, lange Gare. Im französischen Lammbrotstil. Unbedingt nachbacken. Mehr Infos zu Urdinkel unterhalb vom Video. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel.